Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zum versprochenen FIFA 365 XXL Unboxing Battle. 5 Booster sind hier auf jeder Seite am Start. 5 Booster der aktuellen neuen Serie der FIFA 365 von Panini Art Rally in den XL 2018er Serie hier. Richtig, richtig geile Karten. Gab es ja schon einige Unboxings. Es gab einen Livestream in Köln und so weiter und so fort. Diese Serie darf heute ran gegen die FIFA 365 2017er Serie, also die zweitneueste FIFA 365 Serie. Es gibt ja jetzt schon insgesamt 3 Serien von Panini zur FIFA 365. 5 Booster sind auf jeder Seite. Wir schauen nicht auf die Stats, also wir schauen nicht auf den Angriffswert, wir schauen nicht auf den Kontrollwert, sondern ich entscheide, wer bekommt den Punkt, welcher Fußballer ist in meinen Augen der Bessere, der Stärkere. Ich würde sagen, wir starten auch gleich mal. Wir starten mit dem ersten Booster. Es gibt hier 2 verschiedene Booster-Designs, wisst ihr ja, einmal mit Ronaldo und einmal mit Messi. Und ich starte. Ich starte mit dem ersten Pack und wir ziehen hier von Atletico Nacional Christian Maffla. Also sagt mir jetzt überhaupt nichts, muss ich ehrlich gestehen, sagt mir überhaupt nichts. Oh yeah, Attacking Trio, Leute. Natürlich gibt es diese Karten erneut, CR7, Bale, Benzema. Und eigentlich hat die Karte jetzt schon den Punkt gemacht, ne? Wir müssen uns die anderen Karten nicht mehr anschauen. Robert Lewandowski auch noch von den Bayern, Impact, richtig, richtig geil. Diego Godin, Innenverteidiger von Atletico Madrid und Juan Jesus, brasilianischer Innenverteidiger von der Roma. Also ich lasse definitiv Ronaldo draußen liegen mit Bale, mit Benzema. Wer soll denn diese Karte schlagen? Eigentlich gar keiner. Eigentlich kann diese Karte gar keiner schlagen. Deswegen würde es jetzt eigentlich schon 1-0 stehen. Aber trotzdem müssen wir diesen Booster auch nochmal öffnen. Es kann ja sein, dass wir hier auch Ronaldo ziehen. Dries Mertens, Diego Simeone als Legende. Was ist denn hier bitte schön los, Leute? Was geht denn hier bitte schön ab? Eine Rare-Karte. Diego Simeone gegen Ronaldo. Thiago Silva, Ludigin, Sami Khedira und Alper Potuk von Fenerbahce Istanbul. Definitiv der beste Spieler ist hier auf der linken Seite Cristiano Ronaldo. Und auf der rechten Seite müssen wir die Legende nehmen, Diego Simeone. Und ich entscheide mich trotzdem, glaube ich, für CR7, Leute. Weil CR7 ist einfach eine Maschine. Auch wenn die Karte jetzt hier besser aussieht als diese halbtransparente. Oh shit, Leute, Diego Simeone. Aber ich habe noch eine Legende in dieser Serie. Hier habe ich noch nie gezogen. Bloß einen Topmaster, nämlich Paul Pogba Topmaster. Und das war mit zusammen mit Ben Masterful in der Gamescom-Woche im Hotelzimmer live gestreamt und einfach mal Pogba Topmaster gezogen. Ich entscheide mich hier trotzdem für CR7, der hier den ersten Punkt im heutigen XXL Unboxing Battle macht. 1-0, die 2018er Serie führt hier heute. Gehen wir rein in die zweite Runde und wir starten mit dem Logo von Feyenoord Rotterdam. Oh, wer ist das? Das ist Lushakov. Jetzt nicht so der beste, Hatem Ben Arfa. Kingsley Coman. Oh, wieder Real Madrid Spieler Gareth Bale und Jan von Palmeiras. Ich würde von zwischen den dreien schwanken, aber da hebt sich doch noch Gareth Bale ein bisschen ab, oder? Also das ist meine Meinung. Ihr könnt natürlich sagen, Coman ist der Beste, aber ich sag definitiv Gareth Bale. Definitiv der Waliser hier im Trikot der Königlichen. Jamie Vardy, kann er Bale schlagen? Boca Juniors, Orellana, William Carvalho, Felipe Pardo und Augusto Fernandes von Atletico Madrid. Ich bleibe hier definitiv bei Jamie Vardy und ich sag auch, dass Jamie Vardy Bale nicht schlagen kann. Auch wenn Jamie Vardy ein Weltklasse-Stürmer ist, keine Frage. Er hat ja auch sehr viel dazu beigetragen, dass Leicester im vorletzten Jahr Meister geworden ist, dann in die Champions League somit qualifiziert worden ist, Leicester. Aber ja, Bale kann er trotzdem nicht schlagen. Bale kann er trotzdem nicht schlagen und somit steht es 2-0. Ein Tor durch Ronaldo, ein Tor durch Bale, 2-0. Weiter geht's hier in die dritte Runde. Und diese startet mit einem Barcelona-Spieler, nämlich Paco Alcácer. Wohl einer der etwas schlechteren bei Barcelona, kann man so sagen. Wir hätten auch Suarez ziehen können, wir hätten Neymar ziehen können. Neymar spielt ja hier
oder ist in der FIFA 365 2018 Serie auch noch bei Barcelona. Messi hätten wir natürlich ziehen können und das ist Lionel Messi. Meilenstein, 50 Tore für Argentinien am 29.03.2016. Was ist denn hier bitte schön los, Leute? Ronaldo, Bale und Messi. Und jetzt kommt auch noch Pogba. Pek Luck ist auf jeden Fall am Start. Keno, Michel Bastos hat man in der Bundesliga gespielt bei Schalke 04 und Eduardo Salvio von Benfica Lissabon. Also Leute, was ist das für ein Packluck, ne? Was ist das bitte schon für ein Packluck? Lasst auf jeden Fall jetzt da schon mal ein paar Däumchen nach oben da. Ich würde sagen, wir schaffen hier heute die 250 Däumchen. Eigentlich kann Messi nur geschlagen werden durch CR7. Und da auch nicht mehr so zu 100%, ne? Weil Messi, Ronaldo sind in meinen Augen die beiden Fußballer, die einfach die besten sind, die es hier halt auf der Welt gibt. Punkt. Fertig aus. Ich stelle mich nicht auf eine Seite. Messi ist besser, Ronaldo ist besser. Aber ich habe jetzt hier Messi gezogen. Das heißt, es müsste Ronaldo kommen. Um es hier nochmal spannend zu machen. David Alaba, El Abdelawi, Smolnikov, El Sharawi und Mena. Muss ich gar keine Karte rauslegen, weil Messi den Punkt macht. 3-0. 3-0. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wir machen natürlich trotzdem noch weiter, auch wenn die FIFA 365 2018er Serie jetzt schon vorzeitig quasi gewonnen hat. Machen wir trotzdem weiter mit den restlichen zwei Runden. Quiñones von Atlético Nacional. Wieder Messi? Das gibt's doch gar nicht. Dieses Mal Messi als Fans-Favorite. Das ist ja nicht mehr normal, Leute. Was ist das für ein Packluck? Ronaldo, Bale, Messi, Messi. Ohne Spaß, die 250 Däumchen müssen wir hier heute sowas von easy schaffen, Leute. Jerry Mina, Lucas, Perez und Cuesta. Sagt auf jeden Fall euren Freunden Bescheid, Leute. Teilt das Video mit euren Freunden auf Facebook, Instagram, WhatsApp oder sonst wo, Leute. Schaut euch das mal an. Ronaldo, Bale, Benzema auf einer Karte, Attacking Trio, dann Bale, Basecard, dann Messi, Meilenstein, dann Messi, Fans Favorite. Was soll denn jetzt noch kommen? Also wenn jetzt hier im letzten Booster noch eine Rare-Karte ist, dann drehe ich sowas von am Rad. Dann raste ich sowas von aus. Weiter geht's. Also wieder heißt es, Messi oder Ronaldo müssten wir jetzt hier in diesem Pack ziehen. Das ist Breel Embolo als Powerkarte, Neustädter, Roman Bürki, Zoltán Gera und Fernando Torres, Leute, die Zeit in Liverpool war einfach meiner Meinung nach seine geilste Zeit. Fernando Torres, bester Mann, feiere ich auf jeden Fall. Und wir gehen jetzt rein in die letzte Runde. Auch wenn sie nicht mehr spannend ist. 4-0. Die FIFA 365 2018 Serie zerstört heute mal sowas von. Reißen wir den Booster auf und wir ziehen hier Juninho. Von Palmeiras Verteidiger Felipe Luis. Definitiv kein schlechter Außenverteidiger. Barrios Ronaldo. Leute, was ist das denn? Also ohne Spaß, das ist das heftigste Unboxing-Battle aller Zeiten. Naja, die kann ich alle wegpacken. CR7. Schaut euch das an. Ronaldo, Bale, Messi, Messi, Ronaldo. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Eigentlich können wir den Booster wegschmeißen. 5-0. Easy going. Romelu Lukaku, Alisson, Alexandro, Neto, Dzeko und Centurion. Wäre Ronaldo nicht gekommen, hätte ich gesagt, ja, Lukaku ist besser als Felipe Luis, aber so, ja, so geht's halt nicht, ne? So geht es halt nicht. 5-0 zerstört hier heute die FIFA 365 2018er Serie, die FIFA 365 2017er Serie. Torschützen, Ronaldo, Bale, Messi, Messi, Ronaldo. Ich fass es nicht, Leute. Ich fass es nicht. Ich glaube, so viel Packluck hatten wir in einem Unboxing-Battle noch nie gehabt, oder? Das ist nicht mehr normal. Und von diesen 5 Karten finde ich am geilsten definitiv... Ja, die Attacking-Trio-Karte ist nicht schlecht. Ihr könnt mal reinschreiben, Leute. Welche dieser 5 Karten findet ihr am besten? Diese Ronaldo-Bale-Benzema-Karte, Bale-Base-Karte stelle ich jetzt mal hinten an, würde ich jetzt nicht so sagen. Meilenstein-Messi auch richtig geil. Fans-Favorite-Messi,
und Ronaldo Base Card. Und obwohl die Ronaldo Base Card auch richtig geil aussieht in meinen Augen, Leute. Das war's auf jeden Fall hier mit dem heutigen XXL Unboxing Battle FIFA 365 2018 versus FIFA 365 2017. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir unten in die Kommentare, welche Karte ihr am geilsten fandet und wie ihr mein Packlack fandet. Ich fasse es immer noch nicht. Ich fasse es immer noch nicht, Leute. Abonniert mich kostenlos. Einfach unten auf den roten Button klicken oder gleich in der Endcard einfach in die Mitte auf mein Logo klicken. Somit könnt ihr mich kostenlos abonnieren und somit verpasst ihr keiner meiner Videos mehr. Aktiviert die Glocke, um noch eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Das war's jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi.